herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BG-Challenge-Projekt mit Iggy und Paul. Hallöchen. Hallo. Und Uwe, sobald er wieder da ist. Ich hab keinen Sound mehr. Warte. So. Uiuiui, wir müssen bald mit dem Drescher dann auch aufpassen, der ist schon halb leer auf Sprit. Hat aber auch schon ein paar Felder gedroschen, ne? Ja, der hat auch schon 3 Betriebsstunden schon. Ja. Also, bitte. Wird schon ein paar Hektar runter. Attacke, wenn wir das Feld diese Woche noch fertig kriegen, das Heumission, dann wäre geil. Sind wir doch. Feuer und frei. Zurück. Man gehen. Jo, bin ich doch. Weil das ist nämlich echt nicht weit weg. Ja, ich schnapp mir mal hier Schwader und Zetter. Denk dran, was du auch aus dem Ding rausfahren musst hier noch. Du könntest mir gleich mal hier den Anhänger herbringen, noch gar auffüllen und dann kannst du ihn abfahren, wenn du willst. Ja. Dann habt ihr nämlich den Anhänger zum Ballen verladen. Ich hab die Ballen sofort hier alle weg. Von ja, aber es kommen ja noch mehr. Wie viel brauchen wir da eigentlich? Uiuiuiui. Ui, ui. 146.000 Liter Heu. Das ist ein bisschen was, ja. Das sind 23 Ballen. Komm, was Röhrchen los. Ich glaube, Paul, ich glaube, dass ich jetzt nicht zwischendurch wegfahre, oder? Du wirst jetzt dann gleich voll sein, oder? Ach nee, der Unimog ist dann... Ah, ich hab den Unimog nicht einkalkuliert. Ja. Stimmt. Er ist bei 66%. Ja. Ja, wenn es nur der Anhänger wäre, dann wäre der jetzt nach der Ladung voll. Aber der Unimog ist ja auch noch mit dran. Da war was. Ja gut, wenn ihr den Anhänger eh nicht braucht, dann ist es ja nicht so schlimm. Zumindest gerade akut nicht. Ja. Dann kann man noch weitermachen. Ich wollte zumindest gucken, ob das alles reingeht. Alles wird nicht reingehen. Nee. Aber vielleicht können wir dann das, was im zweiten Anhänger noch rein muss, mit an den Hof nehmen. Das war irgendwie ein bisschen eng hier mit dem Z da vorne dran. Echt? Ja. Aha. Innenansicht wechseln ist offenbar nicht die beste Idee. Innerfahrt. Ich würde danach gern Feld 4 machen. Das ist zwar weit weg, ja. Aber das ist ein großes Weizenfeld. Die Abladestation ist nicht weit weg. Was haben wir hier noch? Na gut, fährst du dann am Hof vorbei, kannst du tanken? Ja, so schlimm ist noch nicht. Es sind noch irgendwie 300 Liter drin oder so. Ich habe vorhin mal kurz geguckt. Ja gut, aber ich meine, wenn du dann eher am Hof vorbeifährst, ne? Ja, Feld 5 ist ja quasi Katzensprung vom Hof entfernt. Ja. 38, 41, 49. Da habe ich schon irgendwo eine Idee, wo ich die Ballen hinbringen soll gleich. Lage? Wo was auf dem Weg liegt. Wir fahren keine großen Umwege. Erstbeste Abladestelle. Okay. Sei denn, es macht wirklich 700 Euro aus. Gut ist nicht. Also ich meine... 62... Ah, ich mache zuerst die 62 gleich. Bei Silage reden wir von Preisen zwischen
272 und 286. Aha. Ja, komm. 12 auf 1000, das sind pro Ballen. Ich gehe jetzt zu Polly down. Also, wir reden über 60 Euro pro Ballen, ja. Ja, das ist nichts. So sehr haben wir es dann nicht nötig, dass wir das machen müssen. Das Problem ist, dass der Zeitvorteil dann wieder mehr bringt, als dass es mehr Geld wert ist. Vermutlich, ja. Ja, aber es sieht doch gar nicht so schlecht aus gerade. Nö. Wären das bei 180.000. 180. Ja, die picken sich jetzt halt die ganze Zeit die Larger-Missionen raus. Sie kommen, deswegen kriegen wir nur die Heu-Mission. Ja, es ist auch nicht so tragisch. 20.000 für eine Heu-Mission, das ist auch nicht wenig, aber... Nee. Aber ich glaube, die Larger hätte da irgendwie 26 oder sowas gegeben auf dem Feld. Die zwei Silage-Missionen, die gerade bei uns am Hof machen, die geben zusammen, ohne zusätzliche Silage abzugeben, irgendwie 40.000. Ja, na guck mal, dann sind sie schon bei 250 fast. Wir kriegen sie vielleicht doch den einen oder anderen Traktor. Blödete Umweltstrafe. Sollten wir nicht vielleicht einfach mal die Ding kaufen, die Bodenwerte von unseren Feldern? Erstes Sägewerk. Erstes Sägewerk. Weil die Bodenwerte kosten nämlich echt Geld. Alter, fahr doch zurück. Das ausfällt, wenn ich bei Team Berner tanke. Das dürfte nicht gehen. Aber geil wäre es. Da siehst du mal. Ja, wir kommen doch näher. Jetzt ist schon fast da, Sägewerk. Und alle Silage wollen jetzt weg. Ducky. Bitte. Der Anhänger ist voll. Ja, ich bin fast an dem Feld. Dann stelle ich den Unimog ab und dann fahre ich ab. Jo. Ganze Folge hier nur Transportfahrten. Aber gehört halt auch dazu, ne? Du darfst auch gerne das nächste Feld dreschen, habe ich kein Problem. Ja, alles gut. Ich aber dreschen. Darfst du auch. Ich bring jetzt erstmal den Unimog zum Hof. Erstmal hier bei Werner einmal drehen auf dem Hof. Teste die Tankstelle, teste die Tankstelle. Nein. Es geht nicht. Kein Power-Manager. Oh shit, das war nicht gut. So. Aber hältst du noch was über? Sag, behältst du noch was über? Ja. Ganz schön viel. Gib nochmal 5000 Liter oder so. Muss ich einen Anhänger reinstellen? Nö, ich frag schon drüber.
mit etwas Glück ist das, was in dem Anhänger dann nachher noch drin liegt, das, was übrig ist. Aber bei unserem Glück im Moment glaube ich da nicht dran. Mhm. Welches Glück? Ja, genau. Bei denen. ich kann mal gucken. Wir müssen abgeben noch 23.900. Ich habe 20.600 drin. Es fehlen drei. Wer hätte damit nur gerechnet? Ach, das weiß ich auch nicht. Kann ich auch tanken. Aber das kannst du für Unimog mitnehmen. Ach, scheiße, geht nicht jetzt. Okay, egal. Was? Warte. Ist auch das blaue Pass, was hier vorne ist, oder ne? Wenn du von unten her in Hofheim fährst, einfach geradeaus, fährst du drauf zu. Unimog hat jetzt 27 Liter drin. Soll ich noch mehr reinpacken? Wie hoch ist denn die Anzeige jetzt? Theoretisch müsste halb voll sein, oder? Nee. Jetzt bei einem Viertel. Etwas unter einem Viertel. Wir sehen uns ja noch reinmachen. Das sind wieder keine originalen. Aber wir haben nur noch anderthalb Folgen. Ne? Also. Ich mach's ja. Nicht mehr rein. Sollte reichen. So, wo seid ihr für 107? Wo ist die 107? Unten zum Hof raus, bei Werners Hof rechts ab. Nenn ich mal eine klare Wegbeschreibung. Mhm. Funktioniert. Und ich habe nicht mehr auf die Karte geguckt dafür. Kennen wir uns inzwischen auf der Karte aus? Ein bisschen. Mhm. Ich wusste, wo das Feld liegt, das war eigentlich... Ja. Das fand ich am Anfang schon geil, die Mission dort. Schönes langes Feld. Warte, wir können so viel Erntemissionen machen. Ja, wir brauchen einen zweiten Drescher. Ich brauche einen größeren Drescher. Ja. Ein zweiter wäre auch lustig, ne? Ja. Weiter geistert darum. Ist nur die Schneidwerksthematik wieder, ne? Aber das ist leider das Problem. Wichtig ist nur, immer schön eine Grasmission dastehen zu haben. Ich höre die anderen schon ein bisschen, dass sie uns die ganzen Silage-Missionen wegschnappen. Die schnappen uns ja die Missionen weg. Ja, nein, dass sie uns die ganzen Missionen wegschnappen. Also. Was macht eigentlich das Team von Dennis? Sie machen alles Mögliche. Rubber- und Flugmissionen gerade. Ja, die sind ja auch dran, aber die machen gerade ihre eigenen Flächen. Oh. Die fahren ihr eigenes Gras wieder ein. Das, was wir mal wieder komplett hinten anstellen. Mhm. Ja, nix. Hauptsache, das passiert an diesem Ingame-Tag und ich glaube, das kriegen wir hin. Es wird schwierig, wenn die Bäume gewachsen sind. Ja, das stimmt. Ja, brauchen wir mit dem Fontenberg einfach nur durch. Die sind 7,50 Meter auseinander. Dann sollte es gehen.
Pauls Anweisung gewesen, ich soll über sieben Meter gehen, das habe ich getan. Ja, ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Aber es ist trotzdem eine schöne Kurverei zwischen den Bäumen rum. Genauso wie hier. Ah. Warum müssen auf beiden Seiten gleichzeitig ein Baum stehen? Mann. Ein Ralf ist aufgetaucht. Was machst du denn? Ich setze den Rescher um. Aber hier ist so viel Verkehr. Ich passe ja so schon fast nicht auf die Straße. Und funktioniere ich im Hof um oder am Shop? Gott. Halt auf 2. Das ist eine Frage. Naja, wahrscheinlich damit wir in der letzten Folge nicht wieder im komplett Dunklen dastehen. Frechheit. Aber du Sägewerk langsamer. Sehe ich jetzt nicht so ein. Ja. Ah, warte mal, hier ist die 114. Das ist auch schön. 114 ist es auch nicht. Was machen die denn? Was macht denn Suko denn da? Suko fährt hier irgendwie auf deren eigen. Was tut er? Scheißegal, zufahren. Ja. Denk daran, der Master Collie. Weiß. Sag ich fahre mit 62, ne? Weißt du das? Bitte? Weil das Team Werner das schon ausprobiert hat, wahrscheinlich. Ich kann sagen, Werner ist das schon vorgefahren. Ah. Oder was? Patti? Ne, Patti hat gesagt, da ist Collie und Werner hat's getestet. Jo. Warum bin ich einfach zum Shop gefahren? Was machst du? Den Anhänger umkonfigurieren. So. Ja. Man sollte den zweiten Anhänger noch lernen, sonst kann ich nicht weitermachen. Ja. Case IH formal. Irgendjemand musste zurücksetzen. Konfigurieren. Keine Seitenwände, ne? Jo. So. Oh, hier stehen Bäume. Mhm. So langsam sollten jetzt dann bald alle reif werden. Mhm. Ich glaube, die letzte Charge kommt um 3 oder 4. Nächste und den Muck zurückgesetzt. Wieso steht denn der Deutz laufend auf dem Feld? Den hatte ich aufgestellt. Ne? Da war ich. Vielleicht auch nicht.
Das ist alles zu eng hier, ne? Wieder Ende. Ich glaube das nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken, dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.